willkommen zu unseren 37. Stream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mit dabei ist einmal Luis. Ich mag Züge. Fantastisch. Was geht? Und mit dabei ist einmal Ojanik. Moin, Leute, Trimax hier. Spaß. Das ist einfach geleckt, hat so richtig so. Moin. Ey, warum letzte. Oh, Freunde, das ist heute mein letzter Stream und Luis sein Stream auch. Warum? Mann, da! Ich bin immer so dass Janik nur 37 Klick mit dabei ist. Luis, Luis, Clickbait! Was? Clickbait! Nicht. Nee, nee. Ja, was ist damit? Eigentlich nicht. Ich wollte nicht, dass ihr das mit. Nein, warum? Was? Soll ich den Clickbait machen, du Affe? Ja, einfach sagen, dass das stimmt. Komm, mach hier. Oh. Nee, okay. Junge, das war einmal. Mal in Nachzahlen. Digga, heute gehe ich auf, wenn du mir das. Dann verarsch mich auch nicht. Mit mir mach noch einen Stream. Naja. Dass ich dir das nicht antun könnte, weil du jetzt geweint hast gestern Abend. Könntet ihr euch jetzt mal auf den Stream konzentrieren? Ja, ich suche noch mein Handy. Ich wollte doch mal auf Instagram gucken. Du musst auch auf Instagram veröffentlichen. Hello Leute, wir streamen jetzt. Ja, bevor ich öffne mein Handy. Alexa. Läuft der Stream eigentlich schon? Ja, schon lange. Schon seit. Ihr blamiert euch so beim Streamer. Wieso? Ja, Digga, dass ihr das dann mit der Story rausgehauen habt. Naja, und? Ist doch nicht schlimm. Ja, komm, wir stehen hier nächstens dazu. Alter, was tust du? Linda Luis hat mir geschrieben, hi, wollen wir ein Date? Digga, du bist so ein Geier. Wer? Niki? Ja. Digga, denk dran, was der YouTuber gesagt hat. Der hat gesagt, wir sollen nicht so oft Abonnenten geiern, weil egal ob 200 oder 200k. Alter, können wir jetzt endlich noch spielen? Ja, ich kann noch nichts ändern, dass da steht Laden des Inhalts 100%. Janik, du musst dich jetzt mal bereinmachen. Ja, bei mir steht da Laden des Inhalts 100%. Achso, bei mir steht, wann bis Janik 10 bereit wird. Janik, ich lade euch mal ein. Oder ihr ladet mich noch mal ein. Ja. Lad ihn ein. Oder ich lad ihn ein. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen. Jetzt steht schon wieder das da mit 100%, Junge. Noch endlich funktioniert. Machst du mich dann wieder Gruppen an? Janik, nur wenn du mir auf YouTube folgst. Ich glaube, wer ist out? Eis out Keks? Was? Wer ist Eis out Keks und Eis out Kuchen? Ben und Alicio. Eis out Keks, Eis out. Sich Ice Out Keks. Hallo, ihr Janik. Hallo. Das war fies.
Was? Was hast du gesagt? Nennt sich Janik. Digga. Wer nennt sich Janik? Na, Janik. Weil mir den Namen auch meine Eltern gegeben haben. Nein, ich meine jetzt in Fortnite. Hey, wer nennt sich YouTube-Week? Digga, Janik hat sich auf in Fortnite nicht mal Janik genannt. Janik hat sich Jan genannt. Hey, bist du komisch? Ja. Das 1 ist ein I. Also soll ein I darstellen. Janik. Außerdem so nenne ich mich Jan ins K10. Ja, nein. Jan 1K Abonnenten. Tim Rössler. Hi. Jetzt. Ja. Okay. Ja. Oh, wow. Ja, wieso hast du schon extra? Ich schicke mir mal bitte. Kann ich den abkaufen? Für 300 also Euro auf. Dieser Nebel, ja, also dieser Sturm nervt so hart. Ja, ja. Ich habe 38er Ping, was hast du? 38er? Ich habe. Ja. Leckt's bei dir, Janik, auch? Nee, Janik leckt mich nicht. Bitte piepst das raus. Wie soll denn das gehen mit einem Stream? Oh, Scheiße. Stimmt. Oh, Scheiße. Es hat keine Maske. Nur eine 46er Ping. Ja, ich habe auch nur eine 46er Ping. Alter! Ach, Scheiße. Hat einer mal Minis für mich? Ja, gebe ich dir nicht. Ja, komm her. Niki, bekomme ich mal bitte die Minis? Warum? Soll ich am Anfang gleich verrecken? Komm, Alter, ich hab die Minis getroppt. Janik, schau mal, hast du? Was? Nicht gestartet. Nö, wieso? Ich spiel jetzt nur noch die Textstruktur und das kommt hier. Spaß doch nicht mehr so. Alla, fuck mich nicht ab, aber mit noch? Oh ja, es leckt. Ah oh, ja, alles klar, das kann ich mit. Mit groß. Haben wir noch Ewigkeit? Oh ja, der Schneesturm ist weg, endlich. Alter, ich dachte. Jo, Alter. Was denn für ein Modus? Janik! Der Modus Schnepfenwald, wisst ihr? Was? Ja. Was? Wo Janik sitzt? In seinem Zimmer, glaube ich. Weiß ich nicht. Hä? Ich hab verstanden, wo Janik sitzt. Außer. Ich will mir nach der Runde Gruppen FFA. Oh nein, Alter. Warum bist du rausgegangen?
Ach du Scheiße, komm, wir gehen raus. Oben FFA, yay! Nein. Na, ich bin hier Boss. Du hast heute Mittag viel gehört. Ich bin hier der Boss, ich darf entscheiden, was wir spielen. Ich hab doch ganz nichts auf, Alter. Das leckt. Leute, macht auf jeden Fall bei uns. Wie viele Abos haben wir jetzt? 161. Oder? Macht auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, bei uns die 170 Abos voll. Ja, okay. Ja, Niki, die haben also nicht mal die 200 geschafft. Leck mich. Also schneide ich mir kleine Klatze. Ja? Ich habe gesagt, ich schneide mir da keine Klatze. Ah, ja. Hat sich auch anders angehört, mein Freund. Was ist denn jetzt hier mit dir? Warum brichst du die ganze Zeit ab? Sollte ich denn abbrechen, Junge? Ich bin doch selber ausgegangen. Mann, Alter. Ich kann... Hallo. Ich glaube, die Zuschauer langweilt das ein bisschen. Haben wir überhaupt Zuschauer? Ja. Wie viele? Zwei. Also Yannick und noch jemanden. Es steht wirklich da aktuell zwei Zuschauer. Yannick, guckst du dir den Stream? Ja. Wusstet ihr, dass es Wolga gibt? Weil hier steht beim Fußballer, sein Vater ist Russe aus Akarinburg, seine Mutter Wolga Deutsche. Was? Wolga ja, Deutsche. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Wolga. Okay, ja. Tim hat geschrieben. Tim hat geschrieben. Heißt er nicht Tim? Ich glaube, der ist Tim und nicht. Du hast gesagt Tim. Janik, hast du auch verstanden, Tim? Ja, ich habe verstanden. Tim, Tim, Tim. Tim, Dem, Dong. Eigentlich fünf. Weil hallo, ihr Urlauber hat geschrieben. Tim hat geschrieben. Tim hat geschrieben. Leute, ich bin Luki hat geschrieben und der. Und ich guck noch zu. Naja, aber es hat doch noch Hallo, ihr Urlauber geschrieben. Hey, Hallo, ihr Urlauber hat Hi geschrieben und Tim Rösser hat auch Hi geschrieben. Digga, es kann heute nicht sein, dass es weg ist. Ja, und wahrscheinlich ist das wegen der Webseite. Nur weil du dein Controller einbinden willst. Ja, es kann aber trotzdem sein. Digga, was hast denn du für eine Skin-Kombination? Nick hier. Das sieht ja übelst hässlich aus.
Feier. Ja, wahrscheinlich er gewinnt. Ich hab keinen Bock. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diese, auf diesen Muffen. Wollen wir da in Kreativ dann Zone Wars spielen? Oh nein. Der 31er Ping, lernst du es nicht? Also heute ist. Och. Junge, es gibt nichts mehr als irgendwelche Lappen, die runterschießen, Alter. Junge, ich war gerade im Fight, du hast mich abgelehnt. Du hast gesagt, ich bin 31. Ich habe eine 31 hier. Ich habe eine 31. Ich habe eine 31. Ich habe eine 31er Ping. Das klingt doch total undeutsch. Ich habe ein 31er Ping, nicht eine. Ja, eine hört sich noch behinderter an. Ja, ich habe eine 31er Ping. Nee. Ich hab'n 31er Ping, sorry. Ich hab'n. Falsch Deutsch. Was soll doch auch nicht. Digga, du hast falsches gesagt. Ist doch auch egal. Unseres beides Deutsch ist nicht gut und dann ist Schluss. Bin gleich wieder da. Was? Du hast gerade gedacht, verzieh dich. Niki kann nicht sprechen, Janik kann nicht hören. Sorry. Undeutlich. Oder wir spielen ID oder so. Wollen wir dann irgendwie ID oder so spielen? Oder Boxkampf. Ach, Niki ist immer gestorben. Bist du an dem Fisch gestorben? Was? Kobo Chicken. Kobo Chicken. Was denn? Digga, Chicken Nuggets. Tim hat reingeschrieben, eine 31 Ping. Ja, aber einem. Nee, wir, Luis, was hast du gesagt? Ein. Ich hab gesagt, ich hab ein 31er Ping. Ich hab'n. Ey, das bin ich, du kleine Fotze. Ja, das ist gerade so rausgesprungen. Ich will das nicht holen. Ja, na, komm, holen wir ihn. Was ist denn? Ja, aber Tim, ich habe einen 31er Ping. Ich habe einen 31er Ping. Klingt doch viel besser als eine 31er Ping und als ein 31er Ping. Ja, du hast einen gesagt. Ja, und du hast eine gesagt. Eine 31er Ping haben.
Ich frag, wenn du mit an der Schule sind, fragst du mal meine Deutschlehrerin. Auf eine oder ein? Och, Niki, Alter. Ach so, das warst du. Ja. Ja, guck, bei mir sagst du nicht so. Oh, das warst du. Du sagst du nichts. Was? Oh, streitet euch jetzt nicht, Alter. Luis, merkst du was? Du bist wieder da und da streite ich und Niki mich nur noch. Ja. Nein, es war ein Spaß. Ich bin das Streit schlecht, aber los. Du bist niemals Glasenfreischer. Ich bin auch Stellvertreter. Na klar, Digga. Ja, ein Mädchen von uns ist Klassensprecherin und ich bin Stellvertreter. Wen willst du fragen? Wen denn? Oh, es war ein Spaß, Junge, Alter. Du verstehst keinen Spaß, du musst gleich alle fragen. Ja gut, da frage ich auch mal Ben oder Henrik, ob du Klassenstellvertreter bist. Der ist ja nicht mal an vom Discord, welchen gekickt hat. Spaß. Aber IQ von der fünften. Nein, erzähl weiter. Ja, Anfang, gleich am ersten oder zweiten Tag, ja. Echt, bei uns war das am zweiten Tag. Ey, Leute, wollen wir jetzt nach der Runde Boxkampf oder? Digga, Alter. Digga, drei Teamer, Alter. Ja, Mann. Alexa, Lautstärke 4. Süße. Also oh. Ich hab's noch nie gesehen, aber sie ist so nett. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie Klassensprecherin ist. Achso. Alexa, Lautstärke 3. Ja, aber du warst ja schon mal in der Grundschule Klassensprecher, oder? Ja, aber ja, das ist
auch nur. Ich. Ja, das ist ja das Beste. Ey, wollen wir jetzt mal irgendwas anderes spielen? Ja, klar, ich kann nicht was. Nichts, alles gut. Hey, da hab ich gesagt, ja, bei uns musst du auch wissen. Ja. Na klar, wir haben jede Woche mit Klassen kommt da rein. Na, wir reden über Sachen, die wir ändern wollen und so. Ach Gott, ihr macht das so. Komm, Match mal lassen. Was wir gerne möchten. Ach, ihr redet in eurer Klasse, ja? Okay. Naja, in Herbstleben kommt dann aber immer so einer und fragt dann halt eben, was. Oder irgendwas über so ein Kinderhospiz oder so und da reden die da drüber und. Was wir in der 5. Klasse gemacht haben. So macht ihr das aber. Mittlerweile ist das bei uns. Ja. Die Klassensprecher gehen, also die noch, also die Schüler haben Unterricht. Dann die Klassensprecher und der Stellvertreter in die Klasse bauen. Schülervertretung, sag ich jetzt mal so. Also nicht Schülervertretung, denen sind eine Klassensprechervertretung, also da unterhalten wir uns halt so was in der Schule, ob wir wie zum Beispiel gibt es halt Themen, wie zum Beispiel Mensa ist, dann haben wir gerade ein großes Problem, danach haben wir halt was ist in der Mensa? Unterhalten wir uns was ist in der Mensa? Öffentlichkeitsarbeit oder so, dann eine Homepage, wir haben die schönste Homepage, ihr habt einfach nur so eine hässliche wie Vanessa. Kannst du nicht dafür, da kann halt nur was die Schüler dafür. Hey Digga, wir haben eine geile Homepage, eure ist nur so blau. Ich meine, ja, die sieht auch schon geil aus mit denen. Welche Schule heißt Nein, warte. Welche Schule bist du Herbstleben? Ja, gib einfach Vertretungsplan Herbstleben ein und dann siehst du das. Das ist halt eben bei euch das. Bei euch kann man nicht eingeben. Vertretungsplan. Sieht hässlich aus, so da will ich das sagen. Ja, und eure, warte, Vertretungsplan. Warte, nein, geh nicht auf Vertretungsplan, dann gibt es, da kannst du nicht rein. Kostencode. Naja, guck, das ist bei eurer halt eben so behindert. Nee, wir müssen das machen. Okay, ich warte, ich gebe sie im Gymnasium. Wie schreibe ich ein Gebesee? Ich habe Gebe Basse geschrieben. Anstatt du mal was zu deinem. Ey Niki, anstatt du mal was zu deinem Zuschauern sagst. Ich stream nicht schon das erste Mal. Ich weiß, wie das abläuft. Ich weiß nicht mal, wie ich von euch überhaupt auf diesen Vertretungsplan komme. Du musst einfach im Internet Vertretungsplan Herbstleben eingeben und dann siehst du den. Das ist nicht so wie bei euch. Aha, also ich sehe da das. Ja, da steht da Vertretungsplan, da steht da, jetzt ist erstmal Weihnachten. Ey. Okay. Dann wir müssen einen Code eingeben. Ey Leute. Das mussten wir machen wegen Datenschutz der Lehrer, aber. Ja, warte mal, Niki. Wenn ihr. Sehen die das im Stream? Ach, Digga, ich krieg. Oder sehen die im Stream nur Fortnite? Die sehen das im Stream. Okay. Ja. Ja, da sehen sie zwar unsere Schule, aber wir haben ja eh Zuschauer, die hier nicht aus der Nähe kommen. So, genau. Also ich finde unsere Seite, ist jetzt auch ja. Nur mal so gesagt. Wenn ich jetzt aber auf eure Seite gehe, warte mal. Gebe jetzt ein. Warte. Janik, eure Seite ist nicht schön.
Man gibt auch nicht einen Vertretungsplan. Bei uns gibt es, wenn dann nur eine offizielle Seite und das heißt Gebelsee Gymnasium. Also das gibt's nicht, Vertretungsplan. Das ist, wenn dann nur Gebelsee Gymnasium. Ja, Gymnasium. Kommst halt auf die Seite. Nein, ich habe gerade eingegeben, Vertretungsplan, Gebelsee. Und da kam, warte, was kam da? Warte, stand da Vertretungsplan Oskar Gründler Gymnasium Gebelsee. Und da kam dann auch ein Vertretungsplan. Da steht da Vertretungsplan in neuem Tab öffnen. Und da steht da, dieses Plugin wird nicht unterstützt. Ja, weil du nicht auf der offiziellen Seite bist und du, wenn du kein Schüler bist, darfst diese Seite erstens mal nicht verwenden, wegen den Lehrern, also wegen Datenschutz der Lehrer, brauchst du dann das Passwort und das haben halt nur die Schüler, die auf diese Schule gehen. Okay. Weil aus dem Grund, die Lehrer haben sich dabei was gedacht, dass Datenschutz und da haben sie halt ein Passwort eingerichtet. Gott, ist das behindert. Apropos, wollen wir jetzt mal weiterspielen? Janik, wir Schüler haben uns das auch nicht ausgesucht. Aber unsere Seite, die ist unsere Homepage. Digga, welche Klasse bist denn du? Such gerade deine Klasse. 7C und das Bild ist einfach nur hässlich. Aber ist jetzt auch egal. Janik, jetzt mach dich doch mal bereit. Oder warst du noch so klein, Junge? Wir wollen da Mutter. Wo warst du, 5. Wir wollen Mutter. Nein, nicht Mutter, Vater, Kind. Nein, wir spielen ID oder so. Was ist nicht das? Mutter, Vater, Kind. Ist mir egal. Was ist ID? ID ist ein Kampf-Map. Oder nee, wollen wir Scrims spielen, Niki? Was ist das? Wo wir uns gestritten haben da. Oh, was ist das? Was muss man da machen? Das ist eine Kampfmap, wo man gegeneinander kämpft. Ich mach die rein, dann siehst du die, dann wirst du das schon merken, dass wir uns da gestritten haben. Nee, lass ID oder Boxkampf spielen oder Mutter. Hey, nein, Scrims ist doch auch geil. Scrims ist genau dasselbe wie ID. Ja, ich weiß nicht mal was. Ich hab gegen meine Scrims-Map. Digga, ich hab halt so eine hohe Ping, Junge. 44er. So eine hohe Ping. So eine, hab ich gesagt, meine Fresse, ey. Du hast gesagt, so eine hohe Ping. Ich habe so eine hohe Ping heute, hab ich gesagt. Hör mir zu, Junge. Hä? Digga, was? Das ist schon wieder versprochen. Ich habe heute einen hohen Ping. Einen, ja. Ich habe heute eine. Es ist ja nur heute, Junge. Ich habe heute eine hohe Ping. Bist du komisch? Bist du einfach nur dämlich? Ich habe heute eine Ping. Ich habe heute eine neue Ping. Eine neue Ping. Ich habe heute eine hohe Ping. Du hast gesagt, ich habe heute eine hohe Ping. Och ja, komm, Alter. Ja, hör, was willst du? Voila. Ja, der kommt rein. Scrims. Was wird so rausschaffen? Sind wir überhaupt noch live? Ja, ja, ich hab mich nur gestummt. Nee, so noch nicht. Na klar. Niki hat schon lange Tschüss gesagt, wenn wir nicht mehr streamen. Hey, das ist Steam Map, das haben wir uns ja bestritten. Naja. Aber was laberst du denn? Ich habe heute eine hohe Ping, heißt das. Doch nicht hohe! Ich habe heute eine hohe Ping. Ich habe heute einen hohen Ping. Ja, einen. Digga, hier kann man sich ja nicht mal Waffen aussuchen. Wie scheiße ist das denn? Oh. Bei Sobenhaus riechst du dich auch nicht auf. Das ist ja, Tim schreibt auch, einen ist falsch. Digga, hey, was habt ihr denn? Fragt mal euren Deutschlehrer. Würde ich zu meinem Deutschlehrer sagen, ich habe heute in Fortnite eine hohe Ping. Da würde ich sagen, das heißt einen hohen Ping. Aber ich meinte jetzt nicht, dass, hast du heute gesagt? Ja, ich habe heute einen hohen Ping. Einen hohen Ping. Das hört sich an wie, naja. Kräpfel, Alter. Das hört sich an wie Behindertensprache, aber wir müssen lassen, Janik. Digga, Alter, könnt ihr einfach kein Deutsch, kein Wunder, du kannst kein Deutsch. Digga, Alter, hä? Hä? Das heißt wie bitte? Ja, sei froh, dass ich dich nicht angeschossen habe, Alter. Wenn ich jetzt auf Deutsch lernen würde, dann würde ich
Deutschlehrer, ja, ich bin ja kein Mädchen. Sei froh, dass ich dich vorhin nicht angeschossen habe. Jetzt gehe ich einfach drauf, ist mir egal, Alter, ich schieß jeden ab dem Pferd. Och, Digga, Alter, Luis, was hast denn du wieder? Nur weil du immer... Das ist eine Fightmap, weil ich einmal auf dich geschossen habe. Was ist daran? Du bist ja fast genauso wie ich. Du bist ja genauso wie ich, Digga. Digga, heute streiten wir uns ja auch nur noch. Ja, ist so. Unnormal. Wie sollst du denn noch streiten? Weil ich ihn ein... Ja, ich ihn lass es einfach. Hab. Achso, du, ich hab gedacht, ja, du wolltest mich jetzt wieder korrigieren, aber lass es einfach. Nein, geht doch nicht. Würde ich dir jetzt. Weil ich hab's halt schon eingesehen, dass einen falsch ist. Eine hohe Pinge. Jeder sagt das anders. Es gibt. Warte mal. Digga, hier schießt einer auf mich mit Raketenwerfer. Das ist. Ja, so was von mir. Das ist Louis. Hallo. Nein. Klar. Janik, deine Lieblingskanne anrufen! Hey Digga, hä? Ich bin das doch nicht mal. Warum gehst du jetzt auf mich? Nee, ich hab einfach nur rumgeworfen und mit Metall hast du leider nur gebaut. Naja, aber Luis hat mich klein gebaut und der hat sie auch. Luis, könnte man jetzt so gut runter. Na, also. Ja, Alter, ne. Ne, das geht gar nicht, denke ich. Hast du heute was falsch gemacht? Ich hab's falsch gemacht, du böser Junge. Ja, ist doch jetzt gut, ich hab's doch schon eingesehen. Ich kann heute leider nicht Fortnite spielen. Hä? Ja, weil es so leck kann ich kein Fortnite spielen. Ich kann auch heute nicht Fortnite spielen. Ich weiß, das war jetzt falsch. Was? Ich kann heute keinen. Nee, ich kann heute keine Fortnite spielen. Ich habe kein Fortnite spielen gesagt, oder? Ich weiß doch, ich habe doch nur was Falsches gesagt. Ich kann heute leider kein Fortnite spielen, weil es zu der Lag wird. Jetzt spiele ich mal mit Raketenwerfer. Eine kleine. Niki, deine Lieblingsgranaten kommen. Das stört mich nicht. Weil ich sterbe ja nicht daran. Oh, komm. Meinst du mich jetzt, oder? Nein, nicht du. Wie witzig, Alter. Weil es einmal passiert ist, dass ich an Granaten gestorben bin. Das ist ja auch schon mal passiert. Niki. Ja. Ich hab ja da jetzt gerade gar nicht gelacht darüber. Naja, aber Luis. Hä? Nicht, hä? Du hast gesagt. Ich hab dich gerade nachgemacht und es war nicht Niki, seine Lache. Ich lach leider anders. Ja. Du lachst so. Ah ja, fantastisch. Ich lach immer so. Warte. Ich krieg das nicht hin. Hä, was möchtest du denn? Ja, dass ich dann klinge wie so ein Schwein. So. Ja, aber das mache ich nicht. Nein, das mache ich. Ja, das stimmt. So machst du. Jetzt hat es bei dir geklappt. So machst du immer. Was für Ehre genommen, Digga? Ehre genommen. Boom, Chakalaka. Toasty. Kennst du noch Thorsten von der Feuerwehr? Ja, aber Toasty heißt dieser Dinger da, dieser. Ach, dieser.
Die sind lecker, aber. So Brötchen da. Kennt ihr das? Ja. Ah ja. Ich weiß nicht, was das sind. Das so. Toastbrot! Nein! Ja, bist du dumm? Toast, die sind doch keine. Ist doch kein Brot. Ach, die. Diese Toastbrötchen da. Diese Schnitzel! Hä? Das sind doch keine Schnitzel. Wir nennen die Kartoffelecken. Diese. Das. Ich weiß jetzt nicht, was ihr meint. Aber. Ja, diese Dreieckdinger da, die du auch in der Pfanne oder in so einem Backofen. Ja, die meine ich auch, aber ich meine, es gibt auch noch Toast, die als so Gebäck. Hey, Digga, er ist auch der Sniper, wo ich nicht war, Sniper wäre. Es gibt auch noch mal so Toast, die als Gebäck, Yannick. Das ist so. Das ist aber kein Toast, gell? Ich kann dir da mal Bild schicken, das hab ich noch. Da. Der verhängt sogar noch Raketenwerfer-Schüsse. Fantastisch. Ah, 34er. Okay. Es leckt wie eine 500er. Ich wollte erst 50 sagen, aber bei 50 leckt ja nichts. Seht ihr mein S? Nee, zum Glück nicht. Geil, oder? Tja. Ich weiß nicht, was heute mit uns los ist, aber wir streiten uns auch. Ich seine oder meine? Und deine. Hey, bist du dumm? Nein, Niki seine. Spaß. Was denn? Nein, ist doch auch egal. Ich hab's nicht verstanden. Ich guck gleich nochmal ins Stream. Was hast du gesagt, Yannick? Ich hab gesagt, ich wollte eigentlich damit Luis anmerken, weil so ist Luis seine Lache. Lach ich überhaupt nicht. Hab ich so gesagt. Och, Digga, Alter, ich mach doch nur Spaß. Und dann hab ich aber gesagt, so lacht Niki. Weil Luis gesagt hat, hey, so lach ich doch gar nicht. So lache ich doch gar nicht. So lache ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ach, da hat wohl einer Fall Damage bekommen. Ist Yannick tot? Nee. Ich gehe bald auf mich. Fantastisch, weil ich auf dich gehe. Nein, nicht fantastisch. Doch, das ist sehr fantastisch. Yannick, Alter, was machst du denn? Ach so, sorry, habe ich nicht gesehen. Das hättest du früher machen müssen. Ja, ich mach's die ganze Zeit. Komm, Digga, kannst auch noch alles andere auslasern. Ah, ja. Komm, Niki, holen dir. Komm, er hat 112 HP. Freu dich doch, Digga, ich hab 2 Monate kein Vorteil mehr. 3 Monate kein Vorteil mehr. Ja, du warst schon öfters mal wieder online. Das war's überhaupt nicht. Ja, na klar, du hast uns immer mit Anton gespielt. Ich hab's doch gesehen. Digga, das war aber auch vor 3 Monaten. Ah ja, wahrscheinlich. Nein, nicht wahrscheinlich. Ist so. Ist er. Ich hab nicht mehr weiter gespielt. Snack natürlich mit einer 23er Ping. So lasst du ja nicht glauben. Hunde waschen. Was, du willst Hunde waschen? Mit per Wolle waschen. Ach so, ich hab Hunde waschen verstanden. Digga, ich hab nicht mal Hunde. Du hast auch eine Katze. Die heißt Phil. Oh. Die heißt bestimmt per Wolle gewaschen. Halt's Maul, Digga, natürlich nicht. Oder heißt Phil? Halt's Maul, Digga. Meine Katze heißt nicht per Wolle gewaschen. Aber Phil. Yannick? Digga, was hast du mit Phil, Alter? Er ist 6 Jahre. Yannick, du weißt, was wir haben? Ja. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich baue hier oben. Ich weiß auch nicht, ob du mich gerade
Ja. Also ich sehe hier keinen Bauen. Digga! Ah, das bin ich. Ich wollte dir doch nur mal einen Hit geben. Ja. Mit Pasido gewaschen. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber mit Pasido. Sido. Alles besser. Pasido. Alter, er schießt auf meinen Körper. Ne, Alter, ne. Muss ich nicht verstehen. Digga, alle Hits sind drauf, es connectet nicht. Pasido, balalalalala, Pasido. Ne, Alter, so ein Mod-Game, Alter. Ne. Es Pasido, balalalalala, Lido. Ja, komm, Alter. Komm, hoffentlich snipet er dich hier. Lidl ist alles so. Ey, Digga, was, Lidl, was willst denn du? Du sagst, wir machen. Wir machen ja, aber das. Wenn keiner mehr lebt. Wir leben da nur. Ja, Junge, das sag mir das doch, Alter. Ja. Wolltet ihr gegen mich Team? Nein, okay. Wir doch nicht. Nein, gar nicht. Hä, hey, haben wir ja auch nicht. Ich hab dich ja nicht mal angeschossen, oder? Junge. Ja, okay. Junge. Okay, ich geh raus. Bei mir schießt du nicht mehr. Ja, nix, soll ich dich mal killen? Ja, mal. Ich soll nicht dich killen. Ja. Na, ich meine, ich habe ja nicht zu dir gesagt, komm, Alter. Junge, man macht einmal Spaß, da geht man gleich raus und flippt wieder aus. Luis ist, glaube ich, komplett, nee. Was denn, ja, was? Du sagst, ich soll rausgehen? Dann das war ein Spaß! Junge, denkst du, ich will ernsthaft, dass du rausgehst? Ja. Ja. Als ob, ne? Deswegen spiele ich ja heute auch schon den ganzen Tag mit dir. Den ganzen Tag? Ey, na klar. Außer wo du dann offen musstest, weil du einkaufen musstest. Ah ja, hat man heute früh gesehen, wie wo ich bei dir reingekommen Hallo. Bin. Hallo! Ja, es verlassen. Ist doch keiner mehr drin, Yannick. Ja, Digga, ich musste Fortnite neu starten. Niki kennt das Problem, dass ich da nicht reden kann. Junge! So, ja. Yannick, aber es ist doch keiner drin. Starten. Wir müssen ja jetzt nicht mehr teamen. Ja. Warte. Ich musste Fortnite neu starten. Da kann man nicht mehr weil reden, ich nicht manchmal. Reden konnte. Ja, Junge, das hatte ich auch. Natürlich stirbst du nicht an meinen Granaten. Also soll ich jetzt rausgehen oder nicht? Nein, es war ein Spaß. Es war Sito. Ja, was ist mit Espacito? Ja, danke für die Antwort. Espanito. Espanito. Ja, schwierig mit uns beiden, ne? Ja. Warum? Nur so ist es. So furchtbar mit uns, oder? Was hab ich. Ey, was für. Ich hab doch gar nichts gemacht, Digga. Ich frag mich, was war. Ich glaube, wir sind zu schrecklich, Yannick. Glaube ich auch. Ja. Wenn ihr das denkt. Oh, jetzt geht er aus. War nur ein Spaß. Ja, das ist ja auch der Spaß. Die Granaten Alter, sind 10 Sekunden später ist so. So plopp. Plopp. Fantastisch. Machen doch nur einen Spaß. Solche Leute hasse ich, die keinen Spaß vorstehen. Oh nein, Niki, jetzt komm nicht. Irgendwie. Was? Also hast du mich, ja. Also hast du mich. Okay. Ja, ich was hast kein... denn du? Hey, du hast gesagt, du magst keine Leute. Du hast gesagt, du magst keine Leute, die Spaß verstehen. Ich verstehe keinen Spaß. Wer tippt denn hier die ganze Zeit auf seinen drecksbeschissenen Controller? Ich bestimmt. Ich, warum hast du Problem damit? Ja. Hör auf, du bist ja sauer und geht noch raus. Digga, was machst du? Digga, meinst du, soll ich das die ganze Zeit machen mit meiner Tastatur? Junge, Alter. Ja, mach doch nicht. Egal. Alter. Das macht mich sowas von aggressiv, wenn das eine die ganze Zeit macht.
Ja? Echt? Dann mach ich das erst. Warte mal ganz kurz. Du kannst dich ruhig holen. Ich will mal ganz kurz was gucken. Nee, das ist normal. Ich hab gedacht, ich habe meinen Controller kaputt gemacht. Ich hab Luis mal gestummt, gell? Gut alles da. Zickt der immer noch die ganze Zeit? Okay. Ich hab nur gesagt, gut alles klar. Digga, das ist Tippen, Alter. Das geht mir sowas in auf den Sack. Ja, es ging wirklich auf den Sack. Ich hab mir jetzt auch mal gestummt. Nein, Spaß. Hat verlassen. Komm, Digga, so eine Muschi, Alter, ganz ehrlich. So ein Kram mit dem Stream. Digga, mit dem Streamen noch nicht einmal mehr. Ja, würde ich auch sagen. Junge, jedem Stream, wenn wir mit dem Stream, ist er so schlecht gelaunt, Alter. Ist auch so, gestern war auch schlecht gemacht. Schlecht so, gelaunt. Digga. Digga, seit er mit mir oder mit dir spielt, ich weiß nicht, wie er mit dir war, ob er gut gelaunt war, aber mit mir ist er immer richtig schlecht gelaunt. Ja, wollen wir rausgehen? Ja. Der nölt mich dann immer so voll oder ist so voll traurig, will auch voll traurig tun oder so. Gestern, wo der reingekommen ist, so. Ja. So war der gerade auch. Ja. Wir haben das und das zu Weihnachten bekommen und Digga, und vorhin freut er sich, ne? Lügt mich voll, dass ich so lange brauche, weil ich noch eine Einstellung mache. Ist halt wirklich so, Alter. Er kann keine Zeit abwarten. Freunde, es sah so aus vom Stream, ne? Luise, weil Niki wollte seinen Controller, also einblenden, dass man seinen Controller sieht, ne? Und Luise, geht's jetzt endlich mal los und so und geht's endlich mal los, nächste, jede eine Minute geht das. Es nervt einfach nur noch, was mit dem Typ ist, ey. Ganz oh. Was lachst du? Jetzt kann er sowieso nicht mehr reden. Muss jetzt bestimmt Fortnite neu starten. Junge. Luis? Freedom, freedom. Freedom, ja. Freedom, 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 freedom. Und gleich wieder stumm geschalten und verlassen. Das ist so ein komischer Dude, Alter. Wenn man einmal Freedom sagt, Junge. Tja, warum hat er sich dann so genannt? Ist halt wirklich so. Na Luis, mein Freund, wie geht's, wie steht's? Warum bist du rausgegangen? Wir haben dir doch gar nichts getan. Hallo Friedenskurt. Ja, rede halt nicht. Ja, dann. Ja. Dann. Ja, fantastisch, gell? Was spielen wir jetzt? Ich würde sagen, Gruppen FFA. Ist deine Lieblingsmap. Ja, wenn Luis nichts sagt, dann mache ich das rein. Ja. Vielleicht steht da, Freedom Squad hat die Gruppe verlassen. Hä? Siehst du das bei ihm auch oben, dass bei ihm bei seinem Mikro die ganze Zeit geredet wird? Nö. Bei mir ist es die ganze Zeit wie, als ob du redest. Nö, bei mir nicht. Ich habe ihn aber laut geschalten. Satz, ich will jetzt gerade eine entstummt. Ich bin die ganze Zeit entstummt. Ich kann mich jetzt nicht mehr stumm, ich kann ja noch Push to Talk anmachen. Ich auch nicht. Ja, er ist entstumm. Oh,
Was ist das für geile Musik? Der will ins Copyright reinwerfen. Du möchtest, dass das Stream... Die Kohle wird verbrannt. Wenn ein Polizist mit Pistole in der Hand alle ihre Autos, alle ihre... Alle schon gesehen, ja, wir leben keinen Traum. Champagner in Pfannen, ja, was soll das? Wir wollen zurück auf den Waldplatz. Janik, ich muss den Sturm mit dem Copyright. Oh ja, mach. Sorry, aber. Oh, alles gut. Ich kann halt nichts dafür, aber. Digga, also, Konzert für ihn buche ich schon mal nicht. Tickets sind nicht gekauft. Nein. Aber er kann dich Leute, hören. Leute, schreibt mal jetzt im Chat, würdet ihr von Luis Tickets kaufen? Ich werde schon mal keine Tickets kaufen. Schreibt mal jetzt im Chat rein. Tim hat schon geschrieben. Tim hat reingeschrieben, nee. Leute, schreibt mal alle rein, was ihr schon Luis immer mal sagen wolltet. Dass er schlecht singen kann oder so. Nee, lass mal deine rein. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich halte den Maul schon. Was soll ich jetzt machen? Hä? Was sollst du machen? Er hat gesagt, ich halte dein Maul und ich habe meine Hand vor meinem Maul gehalten. Tinkt der noch? Das machen die immer in der Schule. Wenn einer zu denen sagt, halt's Maul und dann macht er mal und jetzt? Und hält seine Hand vor dem Mund und jetzt? Und jetzt, Luis, Opernsänger. Ich bin Opernsänger. Oh, ja. Freedom Squad 64 hieß ich damals. In Fortnite, ja, jetzt heiß ich Luis. Hallo, ihr lieben Urlaub hat geschrieben. Nee, lass mal. Und der, nee. Also Luis, du hast das dann wahrscheinlich einen Fanboy und das ist Felix. Von Paul, dein Cousin. Nein. Ich sag's nur. Hey, was? Hallo, ihr lieben Urlauber. Hat geschrieben, geh aus meiner Leitung. Leitung. Geh aus meiner Leitung, Luis. Sorry, aber... Das ist geil, cool. Geh aus meiner Leid, Luis. Ich trete aus dem Kanal ab jetzt aus. Ich habe keinen Bock mehr. Diese Community mobbt mich nur. War er überhaupt mal bei uns überhaupt noch drin? Ihr seid wirklich so... Ihr seid wirklich ich lade ihn mal ein und sag ihm das. Leitung. Diese Community mobbt mich. Luis! Wir sagen das auf drei, okay. Eins, zwei, drei. Luis, warst du überhaupt schon mal in unserem Kanal drin? Na. Oh ja, stimmt. Also, nein. Du wolltest doch nicht. Du hast nach den ersten Stream schon gleich gesagt. Ja, nein, den ersten Stream hast du noch gemacht und dann hat sich Paul eingeladen und du hast gesagt, ja, wir streamen auf Twitch und was machst du mit dem Paul? Ja, und danach hattet ihr ja den Streit und danach hat er gesagt, wir machen niemals wieder. Nein, das war davor. Das ist mal Leitung. Nein, Spaß, Luis. Alter, ohne Spaß, ich trenne aus dem Kanal. Ja, raus, aber wenn du so böse bist, Du bist so voll lustlos. So komplett. Ist halt so. Wirklich so. Gestern, wo du schon reingekommen bist. Ja. Ja. Hey, bist du dumm? Hey, Digga, aber. Hey, du hast gestern. Du warst. Ne, Niki? Er hat die ganze Zeit gesungen. Ja. Ja, das stimmt aber. Also, eigentlich aber trotzdem ernst. Ich trenne das den Kanal aus. Ja. Du warst immer noch nicht drin, ja, aber... Ach denn? Ja, okay, da war ich halt noch nicht drin. Du kannst sowieso nicht abwarten. Du bist halt was? Wirklich so die ganze Zeit so... Digga!
Diese Community mobbt. Diese Community mobbt mich nur, Digga. Hey, was mobben? Was für mobben? Mobben, Digga, die machen Spaß. Machen Spaß. Ja, Spaß. Bei denen ist alles Spaß, Alter. Verstehst du, aber nicht Spaß. Nein. Warum? Stimmt. Da hat sogar auch einer geschrieben im Live-Chat. Ist doch. Ist. Ich auch nur Spaß. Ja. Ist auch nur Spaß, hat einer geschrieben. Ja, das sagen wir nur jetzt. Kommt, dann glaubt halt eben unsere Community gar nicht. Mach ich auch nicht. Ah ja, hat er geschrieben. Hat auch noch geschrieben, wenn du mir nicht glaubst. So, da kommt noch was. Also, er hat geschrieben, wenn du mir nicht glaubst, dann lass es. Das hat er noch geschrieben. So, was machen wir jetzt? Janik? Alexa? Luis, möchtest du jetzt noch mitspielen oder willst du lieben? Alexa? Hm? Möchtest du mitspielen oder möchtest du lieben? Ist mir doch scheißegal. Janik. Hm. Ist das egal? Ja, mir doch auch. Er muss es doch entscheiden. Warum soll ich entscheiden? Ja, ich nicht da. Janik, du hast gerade richtig gelenkt. Ich bin. Wir sind rum. Digga. Was? Janik leckt zu dran. Was? Was hat er gesagt? Ich weiß es auch nicht. Ich hab gesagt, ich möchte in den Rum sagen. Was? Deswegen. Digga, er leckt so. Ja, bei mir auch. Janik, jetzt langsam. Was wolltest du? Ich hab gesagt, ich möchte nicht, dass er dann wieder rumheult. Ach, rumheult. Falls ich was Falsches sag. Hä? Warum ist mein Systemstau hier auf? Hm? Alles gut, ich hab nur mit mir selber geredet gerade. Ja, jetzt brauchen wir mal eine Entscheidung. So, Niki, ich habe ja nicht stumm geschalten. Komm, Digga. Niki, sag ihm mal, dass er ein Spasti ist und kick ihn. Niki, frag ihn mal, warum er mich stumm geschalten hat. Warum hast du ihn stumm geschalten? Ja, ich habe ihn stumm geschalten. Warum? Darum. Frag ihn warum, weil ich habe ja nur gesagt, dass ich nicht möchte, dass er dann rumheult, wenn ich sage, dass er rausgehen soll. Weil er ein Spast ist, oder? Hallo, habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass er ein Spast ist. Habe ich nie gesagt. Aber Janik hat nur gesagt, er möchte nicht, dass du dann rumweinst, in Anführungsstrichen, wenn er dich kickt oder so. Er soll er mich abkicken, ist mir doch egal. Ja, ne, frag mir, warum er da jetzt. Wenn er mich kickt, ist mir das so egal. Naja. Spiel ich halt mit Anton und Aaron. Ja, dann. Viel Spaß. Komm. Komm, soll er mich halt kicken? Komm. So, komm, sag ihn. Komm, sag ihn. Soll er mich halt kicken, ist mir egal. Hm? Alexa, wenn er das so unbedingt möchte, dass ich gekickt werde, dann soll er mich ja kicken, ist mir doch egal. Digga, was hat denn er jetzt, Alter?
Janik hört alles mit. Wenn, du musst das mir nicht immer sagen. Ich musste nur Janik sagen. Digga, jetzt frag ihn die ganze Zeit, warum er mich gestummt hat, was ich ihm getan habe. Weil Janik fragt, was hat er dir getan? Dass du mich stummst. Digga, ich lass. Ich. Digga. Erstens. Wann hab ich rumgeheult? Wann hab ich rumgeheult? Das ist mir egal, sag ihm das. Das ist mir egal. Kannst du mir das erklären? Hat Janik gesagt. Mega an. Digga, aber das soll. Junge, das soll er mich nicht stumm schalten. Wann hab ich rumgeheult? Das soll er mich nicht stumm schalten, dann kriegt er eine Antwort von mir. Du sollst ihn entstummen, dann kriegst du eine Antwort. Nein, ich entstumme ihn ganz bestimmt nicht. Ja, aber dann kriegst du keine Antwort. Endlich, dieser Homo ist raus. Ich meine natürlich nur die Waffe. Junge. So ein Behinderter. Er heult doch da so wieder rum. Ist halt wirklich so. Warum hast du mich gekickt? Bock, bock, bock. Junge, nur weil es wahrscheinlich bei mir geleckt hat, hat er mich gekickt. Apropos, wo ich gerade deinen Kleider gesehen habe, Niki, hier im Stream. Dieser Kleider, da steht da, den habe ich gestern einfach so random bekommen, da steht da Schirm des Gründers. Ist das von Rettet die Welt? Ja, dann brauchst du aber erst einen epischen Sieg. Naja, habe ich ja. Oder ja, ja. Es stand da, Schirm des Gründers. Warte, diesen. Schirm des Gründers, ja, das ist von Rettet die Welt und wenn du einen epischen Sieg machst, kriegst du den. Du kriegst auch noch. Ja, ich sehe doch mich ein, wahrscheinlich, ne? Warte, ich lade ihn mal ein. Weil du trittst ihm bitte nicht bei. Aus dem Grund, ich mag den gerade gar nicht mehr. Magst du ihn noch? Ja. Ja, ich kann ihn halt nicht einladen. Digga, ich finde das halt nur, warum er. Digga, ich drehe ihn dann mal bei. Wahrscheinlich hat er jetzt nur diesen A9F2-Knopf, der mich dann voll und beleidigt und so. Ich drehe ihn jetzt mal bei, Niki. Okay, warte, ich bin mit. Dann alles. Halt. Was? Warte. Ich bin mit. Komm, wir treten jetzt ihn bei. Ja, warte. So, bei zwei weitere Gruppen beitreten. Was? Du hast mich eingeladen. Was möchtest du denn? Ich hab ihn laut geschalten. Wenn er nicht reinkommt, ist er weg. Wie langsam Janik reinkommt. Ja, was ist jetzt? Was ist jetzt, Niki? Ja, was denn? Was ist jetzt? Ich weiß nicht. Er hat ja gerade mit dir geredet und jetzt. Ja, anscheinend hat er mich lautgestellt, aber. Ja. Er möchte jetzt wissen, warum. Er hat doch gesagt, wenn er rausgeht, dann. Selbst Pech. Aber er hat uns ja eingeladen. Ja, aber warum? Er wollte doch rausgehen. Er wollte doch rausgehen, wollte nicht mit uns spielen. Da musste Louis selber fragen. Und wenn er mich nicht entstummt, hat er Pech. Wenn er mich nicht entstummt, dann hat er Pech, dass er gekickt wird. Ja, jetzt. Aber eben bei uns in der Lobby drin. Ja. Hat er Pech, dass er gekickt wird. Also sowas hasse ich einfach. So, Louis, das ist einfach nur Abfucker. Erstens, ich bin kein Abfucker und zweitens, ich warte ganz normal auf die Antwort. Auf welche denn? Ja, das sagt doch, dass du eine Antwort willst. Aber was für welche? Antwort. Ich will die Antwort. Was denn für welche? Du hast gesagt, ich soll dich entstummen, dann kriege ich eine Antwort. So, ich habe dich entstummt, und?
Worauf möchtest du denn die Antwort? Du musst dann. Ja, ist halt wirklich so. Hä? Niki hat doch gerade eben in eurer Lobby gesagt. Entstumm ihn, dann kriegst du eine Antwort. So, jetzt habe ich dich entstummt. Und krieg eine Antwort? Nein. Ja, aber. Sag du mir hast das mich doch. Ist halt wirklich so. Ich weiß, welches Thema, Niki. Weil ich gesagt habe, ja, dass nicht, dass er dann wieder rumheult. Ich weiß auch das Thema. Ich weiß nicht, ob er das Thema weiß, deswegen würde ich ihn ja fragen. Ich wollte jetzt einfach nur die Antworten. Ja, welche Antwort möchtest du denn? Zu welchem Thema? Sag mir erst mal das Thema. Weiß ich doch nicht. Yannick wollte, dass ich ihn entstumme. Ja, wenn du das Thema nicht weißt, können wir auch nicht antworten. Was denn für ein Thema? Ja, meinst du das, weil ich gesagt habe, dass nicht, dass du dann rumheulst, dass ich dich kicke oder dass du... Ja, Digga, wer hat rumgeheult? Wer hat rumgeheult? Ich glaube nicht. Da belügst du dich gerade ein bisschen. Niki war da dabei, wo ich dich gekickt habe und dann wieder eingeladen habe. Wo ich dich dann wieder eingeladen habe. Ja, doch. Ja, du hast dich geheult, aber du hast rumgemotzt. Da war Niki dabei, wo du beim ersten Stream, wo ich dich gekickt habe, wo wir so einen Streit hatten, wo Nikis Video beenden musste, da war er dabei, Stream. Wo ich dich gekickt habe, da habe ich dich dann eingeladen, also, warum hast du mich gekickt und sofort so und so. Ja, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Doch, leider schon. Ja, und was ist jetzt? Ich warte immer noch auf die Antwort. Das war die Antwort. Ja, und was versteht man daran nicht? Das war nicht mal ich die Antwort. Deswegen wollte ich nicht, dass du dann wieder rumheulst. Deswegen habe ich keine Antwort gesagt, dass du rausgehen sollst. Ich weiß, dass du schon den Knopf hast auf den Kicken. Ich habe das schon mittlerweile. Hab ich nicht wieder. So, ja, was ist jetzt? Ich verlasse jetzt, ne? Mach doch. Ja, dann mach. Dann heul dann halt eben rum. Hä? Digga, ich bin ja noch nicht mehr auf den Gruppen verlassen, genau. Ich meine, die Kinder. Ah, ja, da. Digga, ich bin gerade irgendwo in meiner Freundesliste, mehr nicht. Ich mache hier die ganze Zeit nur hoch und runter, mehr mache ich nicht. Ja, gehst auf mich und dann stehst da verwalten und kickst. Nein! Freundlich, würde ich machen. Mach ich halt wirklich so freundlich und blockieren. Hab ich doch nicht gemacht, Alter! So. Was willst du denn von mir? Ach komm, Niki, ich lade dich ein. Ich will nichts bezwecken damit, es bringt eh nichts. Ich lade dich einfach ein. Wenn du dich. Okay? Wenn du dann wieder mit uns spielen möchtest, dann komm dann einfach rein. Oder lad uns ein. Ach Mann. So. Digga, Niki, nimm anders Banner rein. Wir machen einen anderen Clan. Wir machen einen anderen. Das war wieso kein Clan, also. Ist halt wirklich so. Welches nehmen wir? Ich feier den Banner gar nicht. Welchen Banner? Battle Pass Clan. Nein, gibt's irgend so einen Fisch drin? Gibt's den Fisch drin? Guck mal. Nee, ich guck, es gibt halt eben nur den Affe. Dann, diese. Wie heißt die Ente dann? Lass den Dörrburger nehmen. Was ist für ein Dörrburger? Den Dörrburger, warte, den habe ich ausgerüstet. Ja, ich glaube nicht. Warte, ich gucke mal kurz im Stream. Ah ja, er hat dich wieder eingeladen. Ja, ich weiß. Ich lade ihn da auch mal gleich ein. Ich will mal wissen, was. Ach, den Burgerskin mal. Dann machen wir jetzt den Burgers-Clan. Also mal, wenn ich den habe. Ich kann aber nicht sicher sein, dass ich den habe. Digga, so sieht der krass aus, glaube ich. Ah doch, ich habe den. In welcher Farbe? Und so pink. Dunkelpink? Oh, ich guck mal. Ah, das ist ein Lila, meinte ich. Nicht pink. So.
Sorry. Ja, wir fahren dann morgen nach Erfurt auf irgendeinen so einen großen Berg und feiern und gucken da. Dunkellila, also so dunkles Lila. Ja. Dunkles, du hast helles Lila. Okay. So dunkel schwarz, ja. Lila schwarz. Ja. So, was ist jetzt? Wen haben wir mal denn da? Was ist? Das ist deine Bärchensäure. Du hast mich eingeladen. Ja, du hast uns auch eingeladen. Ja, weil ich wieder mitspielen will, aber wenn ich das nicht will, dann kann ich das nicht auch wieder sehen. Ich hab dich leider nicht verstanden. Ich auch nicht, also. Also. Wenn ihr natürlich nicht wollt, dass ich nicht mitspiele, dann kann ich halt auch natürlich wieder gehen. Dann kein Problem. Ist das fort? Schwierig. Warum? Warte jetzt auf meine Antwort, oder? Ja. Ich sag jetzt ja nicht ja. Ich will keine Antwort fallen. Ich auch nicht. Also selber sind eine Antwort fallen. Niki, schreib mir einfach deine nein, Antwort. Nein, ich sag das mir dann so. Ich sag das mir dann so. Also ich will einfach ganz normal mit euch befreundet sein und spielen. Aber wenn euch das natürlich nicht gefällt, dann können wir das natürlich auch lassen. Was war das? Was war das? Sperrentscheidung. Es muss einfach nur mein Autismus hat mich gerade gekickt. Mein Autismus hat mich gekickt, ah ja. Weil ich Luis seine Schamhaare gesehen habe. Luis hat noch keine. Spaß. Oder? Nein, weil ich gerade den Skin von Luis gesehen habe. Luis, hast du schon fähig? Der benutzt wahrscheinlich die Knödelkelle, die heute im Shop ist, um den Ding überhaupt reinzukriegen. Du weißt, das war nicht lustig. Tschüss. Kein Spaß. Warum hast du mir geschrieben, please no, nicht sagen? Nein, das soll nein heißen. Ich will nicht mit dem Spiel, aber nicht sagen. So. Wenn du es verstanden hast. Hast du... Please no, nicht sagen. Ich habe gedacht, ey. Naja, weil er so gesagt hat, möchtest du jetzt mitspielen? Dann hast du so meine Entscheidung gefragt. Dann habe ich so nein, also no gesagt. Und dann hast du hinterher aber nichts sagen. Weil du ja gesagt hast, ich schreibe dir ja über WhatsApp. Ja, so ein Ding so. Naja. Hey, Niki, seit wann bist du Level 259? Hä? Das steht bei dir gerade im Stream, YouTube die Gamer unter deinem Banner, so wie bei mir 259. Obwohl du daneben, links daneben, wo es normale Level steht da 237. Hey, bei mir steht dann nur 207. Luis hat unten in den Chat geschrieben, darf ich wieder mitspielen? Mitspielen. Hä? Wo? Das steht unten im Chat in der Lobby, das habe ich gerade bei dir am Stream gelesen. Da hat er geschrieben, darf ich wieder mitspielen? Hab ich nicht gesehen.
Hey, was meintest du mit den Knödeln? Das ist die Knödelzelle, die heute im Shop ist. Ja, und? Und da meinte ich, dass er so einen dicken Sack hat, dass er nicht mal in die Badewanne passt und das braucht er immer. Das ist, glaube ich, ja weniger. Wenn er, ich weiß jetzt nicht, wie groß Luis ist, aber ich glaube, er in so einem Alter hat man nicht der so ist, wohl. Der ist noch kleiner, als du in der Grundschule warst. Okay, dann kann es ja schon mal nicht sein. Ja, dann kann es ja schon mal nicht zusammenpassen, so. Ah, ja. Ja, deswegen habe ich es ja gesagt. Sorry, Leute, wenn wir uns gerade über so ein Thema unterhalten. Digga, er hat mich schon wieder... Ey, Digga, was will er? Erst will er so, nee, vielleicht, ja, nee, doch nicht. Und jetzt so die ganze Zeit, ja, bitte, bitte, doch, bitte. Ich hab doch gesagt, er motzt dann wieder rum und heult dann rum, weil wir ihn gekickt haben. Ich keine Lust. Ich hab nur ein großes Problem mit Luis, also ich würde gerne mit ihm spielen. Wenn er dieses eine Problem hat, das hast du zum Beispiel nicht, deswegen spiele ich auch gerne mit dir. Ich glaube, ich hab das auch nicht. Dieses so beleidigte Tun, das hast du nicht. Das hat extrem Luis. Deswegen mag ich das manchmal gar nicht. Oder findest du das auch so? Ist halt wirklich so, wenn man einmal was probiert. Dieses Bockige. Och, ich habe mich einmal selber in die Luft gesprengt. Also das mag ich halt nicht, dieses bockische Leberwurst mit Bockwurst. Mit Bockwurst? Weißt du, es gibt gar keine. Die Likes von gestern, von den 36. Stream wurden auch wieder gelöscht, Janik. Vom Geburtstagsstream auch. Naja. Ich muss mal schnell rüber, ich bin gleich wieder da. Also in die Stube zu mir. Schnell mal, meine Mama hat mich gerufen. Bis gleich. Fantastisch. Wieder mitspielen. Du darfst nur mitspielen, aber nicht mitspielen. Ah, warte mal, Leute. Mein Mikro. Alter, warum hält denn das nicht? Ich muss das jetzt mal wieder festschrauben. So, jetzt hält's. Leute. Jetzt muss ich das wieder höher machen, sonst sehe ich nicht. So. Ich mag den Skin eigentlich voll, diesen Knödelmeister. Knödelmeister. Digga, jetzt spammt er mich voll. Muss ich mal gleich Janik mal fragen. Ich krieg halt immer eine Nachricht auf mein Handy. Alter! Danke, endlich hat's aufgehört. Nee, so ist der hässlich. Da habe ich ja gar nicht gespielt in der Season.
Ich habe viele Varianten nicht, die ich mir geholt habe. Ich auf dem PC nicht gespielt habe. Es wird nicht besser, wenn er mich dauernd einlädt. Ach! Oh mein Gott, sie sieht heftig aus. Sushi Meister! Findest du ihn geil? Ah, geht so. Spam dich Luis auch die ganze Zeit voll mit Einladungen. Ja, Junge, das nervt. Hast du nicht die weibliche? Welche? Diese Sushi-Meisterin? Ja, von meinem Bruder sein Account habe ich die weibliche. So. Hast du den Mammut-Skin? Ja. Zeig mal bitte. Den spiele ich da morgen nur noch. Glaube ich. Glaube ich nicht. Warum? Komm, Yannick, wir machen Eisbär-Team. Aber aus dem Grund, wenn du ziehst, ist das wie die Banane. Oh. Also da siehst du kaum was. Ist das so richtig hässlicher Dreckskin? Mit diesen. Ah, warte mal, ich kann da noch eine Mission machen, warte. Digga, ich krieg ja immer noch eine Nachricht auf mein Handy, gell? Was? Wenn mich einer einlädt. Ja. Also, du hast Fortnite auf dem Handy. Hm. Alter, jetzt. Janik? Ja? Extra wegen dir mache ich mal ein anderes Banner-Ding rein. Warum? Du hast dir das letztes Mal gewünscht, den letzten Stream. Deswegen. Was für ein Banner-Ding? Ach so! Ach so, Ladebildschirm. Ja. Ach, ich meinte doch nicht Banner. Ja, natürlich meinte ich Ladebildschirm. Niki, ich muss wahrscheinlich um 11 auf. Ah, okay. Ja. Ich bin das Kind. Ach, diese Aufgabe mache ich nicht. Ich mache die dann morgen auch nicht. Miki, guck mal, ich spiele denselben Skin, nur in rosa. Warte mal, ich hab grad einen. Willst du einen anderen Skin jetzt? Weiß ich nicht. Hey, Kielbox, mach die Gruppen ein Dings. Wer ist denn das? Mich gerade ach. Harry Ghost. Ich lade mal ein einfach. Ich weiß nicht, wer das ist. Auf Lack einfach eingeladen. Ich bin mal anderen Skin. Alpi. Merkst du was? Denkst du, was ich gerade denke? Was? Guck mal, Luis. Ja. Oh, nur Fortnite den Mod. Ja, aber das, was ich vorhin gesagt habe. Ja.
ist denn das, Junge? Story bei. Was, sorry, bye? Ich hab zu ihm einfach gesagt, sorry, bye. Spaß. Alter, jetzt fängt er wieder an. Ich stell den gleich auf Ruhemodus. Ah, mach ich jetzt auch. Nee, weil ich verstehe das nicht. Junge, ich hab's vorhin noch gesagt. Er heult dann wieder rum. Ich hab's vorhin gesagt. Dann hätte er auch mal mit uns reden können. Ist halt wirklich so. Der ist ja schlimmer als Phil. Digga, und es zieht immer alles nach oben. Kennst du das? Mhm. Ablehnen. So, ich will nicht in deine Lobby. Stell den gleich wirklich auf Ruhemodus. Wie geht denn das? Es geht halt eben nicht. Es geht halt eben nur blockieren, oder? Oder löschen. Wenn er mich jetzt noch einmal einlädt, dann gehe ich in die Lobby und sage, nee, nerv uns nicht. Dann gehe ich in die Lobby und dann muss ich leider sagen, wir müssen dich löschen. Weil es fuckt einfach nur noch ab. Wir haben es ihnen hervorgesagt, er war pissig zu uns, jetzt muss er selber zusehen. Vielleicht ändert er sich ja auch. So. Hi. Janis. Niki, also nehmen wir um 11 Uhr das Stream auf oder 20:50. Damit dann gute zwei... Das ist fake grad. Was? Wir streamen doch schon auf jeden Fall länger. Mal gucken. Ja, Stunde 32, ich wollte schon sagen. Eine Stunde 33. Ja, das haben wir dann 2 Stunden gestreamt. Und wir können ja morgen, achso, wollen wir morgen Mittag oder Nachmittag Stream machen? Oder ab wann feiert ihr Silvester? Na, abends, ab wann sonst? Also, ansonsten. Ja, er hat mich eingeladen. Er spammt mich voll. Ich muss ich jetzt auch. Leider. Das. Ich bin laden ihn jetzt ein und wenn ich das dann gesagt habe, dann kriegst du ihn, ja. Oh. Jetzt komme ich dir nicht mehr höher. Man kann doch weitreden, ich auch auf öffentlich. So ist er bei dir reden. Niki? Ja. Er ist beigetreten. So kannst du jetzt sagen, was du möchtest. Komm, zieht euch. Ich muss gerade. Nee, ich überlege nur gerade, wie ich ihn das beichten soll. Ich bin da nicht gut drin. Sag doch einfach. Auch einfach auf den Tisch. Ja, aber ich will auch nicht, dass er gleich böse auf mich wird, so. Ja, da ist weil er hat so. Ja gesagt, er wollte ja nicht mehr mit uns spielen. Er wollte ja die Konsequenzen haben. Nicht ich. Naja, da sagst du doch. Es lädt gerade nicht. Da sagst du doch einfach, Niki. Was du ihm sagen möchtest. Ich würde da sofort raushauen. Phil, Junge, was laber ich gerade mit Phil? Du hast auch ein Ohrwurm mit Phil, oder? Ja, weil wir die ganze Zeit gefühlt mit Phil spielen. Janik, Gegner ja. Bei mir. Ja, dann sag's ihn doch jetzt, hau auf den Tisch. Warte mal, es leckt gerade auch nochmal bei mir. Also, hallo? Ja, okay. Kann aber nicht also. Also.
es nervt, dass du uns die ganze Zeit einlädst. Ja, das ist eigentlich nur. Es nervt halt einfach nur, dass du uns die ganze Zeit einlädst. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht. Hier ist ein Lichtschwert. Ja, weil ich mit euch spielen will. Ja, aber deine Konsequenz, aber, ja, du wolltest ja nicht. Wir haben dir ja die Chance gelassen, dass du nochmal könntest. Ich will doch. Aber wenn ihr mich kickt, kann ich halt nichts dafür, ne? Aus dem Grund. Aus dem Grund einfach, Luis, ich hab's gesagt. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, Mann, Yannick. Ich wollte mir gerade extra eine längere Pause geben. Aus dem Grund? Ja, ich hab's gerade wieder vergessen. Aus dem Grund, ich hab's gesagt. Ja, wir haben's dir gesagt, dass du dann rumholst, wenn wir dich kicken. Und was hast du gerade gemacht? Du bist reingekommen, hast den Wein-Emote gemacht und das heißt für uns, dass du weinst. Wir haben es dir gut gesagt. Wir haben es dir gesagt. Deswegen wollte ich nichts sagen. Ich kann ja auch nicht sein, dass du uns dann auch die ganze Zeit einlädst. Also möchtet ihr nicht mit mir spielen? Ja, das muss Niki dann übernehmen. Warum muss ich das denn jetzt übernehmen? Ich kann das, ich will das nicht entscheiden. Weil wenn ihr sagt, ich darf nicht mitspielen, dann spiele ich nicht mit. Und die sagt du einfach. Oder die Zuschauer entscheiden. Na, ich würde gerne mitspielen, aber... Schreibt rein, soll Luis mitspielen oder soll ich ihn kicken oder er soll rausgehen? Schreibt rein. Ja, die Zuschauer sagen eh, dass ich gehen soll. Digga, Schneemann deckt sogar bei mir. Also. Bisschen Spannung reinzubringen. Tim hat geschrieben. Die Zuschauer sollen es nicht entscheiden. Wir wollen es nicht entscheiden, haben die geschrieben. Ich entscheide auch nicht. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich würde gerne mit euch spielen. Und sie und auch von mir aus wieder mit in den Kanal kommen. Aber wenn ihr und die Zuschauer das nicht wollen, na dann. Dann. Es geht ja nicht darum. Ich hab grad gedacht, du nimmst schon meine Spaß, Janik. Nein. Es geht ja darum. Du brauchst nicht mal sagen. Was? Das, was du Luis sagen wolltest. Hä? Was wollte ich denn sagen? Du hast die ganze Zeit. Das Ding ist. Naja, das Ding ist ja, das Ding ist ja. Nein, ich höre jetzt auf damit. Also, das Ding jetzt... ist ja. Hä? Ach, Junge, Alter, der nervt mich. Hä? Hast du ihn einfach gerade gekickt, oder? Raus. Nein, der ist rausgegangen. Also das Ding ist ja, hörst du mich jetzt? Ja, ja, ich erregt nur nicht. Das ist so, hier ist ein Spast, Janik. Hier ist ein Spast, aber mag es nicht. Also, das Ding ist ja halt, wollen halt nicht, dass du zu lustlos, also manchmal denkt man halt, du hast halt daran keinen Spaß mit uns, ja, zu spielen. Gestern so da rein, da denken wir halt einfach, ja, wir sind halt scheiße, so. Ja, hast du gestern die ganze Zeit gemacht und dann auf einmal war es halt
gemacht und dann hast du gesagt, und was habt ihr zu Weihnachten gemacht? Da warst du doch glücklich drauf. Ja, Janik, du glaubst, du wirst sterben. Ja, und? 600 Meter. Ich hab 13 Minis. Das bringt dir auch nicht. Auch, ich hab 13 Verbände, meint ich. Ja, du kriegst mal irgendeine Antwort drauf, ist auch geil. Ich hab Lust. Nur wenn sich das nicht so anhört und wenn ihr dann auch keinen Bock mehr habt mit auf mich, dann. Das hört sich halt so lustlos an, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben aber keine Lust mehr. Was? Also ich hab keinen Bock mehr auf den Typen. Ich hab einfach keinen Bock auf den Typen. Ich weiß halt nicht, wie ich ihn das formulieren soll, richtig. Ich hab, sag einfach, wir haben keinen Bock auf dich und dann ist gut. Lieber aus dem Grund. Er war noch nie Teil des Kanals. Oh, Alter, der spottet uns schon hier. Ich hab ihm gesagt, lass ihn noch mal ein. Er ist doch drin. Hä? Er ist beigetreten. Ja, zum Glück. Lädt er lädt uns Phil die ganze Zeit ein. Phil, Junge! Phil doch nicht. Was sind du nur heute mit Janik, Phil? Ich werde sterben an der Sonne. Jetzt beweg mal deinen kleinen Propülchen hier. Ja, das war's mit mir. Tschüss. Ich nehme dich mit. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ja, nix. Ja, das sag doch. Das schaff ich. Das sag ihm doch, was du ihm sagen willst. Ja, du solltest dich gar nicht immer einladen. Es nervt. Wie ich das schon die ganze Zeit erwähnt habe. Janik, jetzt beweg mal, bitte. Ja, dann lauf doch auch mal ein kleines bisschen schon an die Zone. Mach ich doch schon. Ich dachte, das war's wieso mit mir. Ich will einfach nur wissen. Wollt ihr mit mir spielen oder nicht? Ich möchte mit euch spielen, auch wenn sich das ich äußere mich nicht dazu. Herr Gerichtsvollzieher, ich äußere mich dazu nicht. Nimm mir mal bitte die Spaß mit. Danke. Ja, wie denn? Auch wenn ich euch, auch wenn ich mich lustlos anhöre, ich hab Lust. Und ihr seid auch cool. Auch wenn ich mich lustlos anhöre. Du hörst dich ja weniger lustlos an, du hörst dich traurig an. Vielleicht liegt's daran, dass ich traurig bin. Warum bist du denn traurig? Dann warst du es ja gestern auch schon. Nein, das ist einfach nur, ich möchte ganz normal mit euch Fortnite spielen, und aber ihr kickt mich die ganze Zeit. Ja, aber Luis, das sagt doch nichts. Das sagst du dann aber nicht, dass du dann nicht, dass du nicht mitmachen möchtest, weil, oder dass du auch aus dem Kanal aber jetzt hab ich doch, ich will doch jetzt wieder mitmachen. Nur wenn ihr halt keine Lust, jetzt keine Lust. Ja, aber das sagt doch vorher nicht, ich gehe auch aus dem Kanal raus, ich habe nämlich keine Lust mehr. Das sagt doch sowas nicht. Und ich möchte jetzt einfach nur die Antwort haben. Möchtet ihr mit mir spielen oder nicht? Weil ich möchte sehr, sehr gerne mit euch spielen. Und mich mit euch wieder vertragen. Nur wenn ihr das nicht wollt. Also ich weiß ja nicht, ob ihr wollt. Es ist egal, ich entscheide du. Warum muss ich denn die ganze Zeit entscheiden? Mir ist das doch egal. Alter. Nee, ganz ehrlich. Sonst gehe ich hier. Sonst gehe ich mal raus. Tim, harte Idee. Hallo, can you speak with me? Kennt ihn einer?
Ja, das ist ein Freund von mir. Konnte der reden? Oh, weiß nicht. Was ist denn jetzt mit Alpi, Junge? Ich hab ihn nicht eingeladen. Ich hab ihn auch eingeladen. Favorites? Ja. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist ich möchte auch gerne mit euch wieder befreundet sein und den Kanal beitreten, wenn ihr das möchtet. Nur wenn ihr keinen Bock mehr auf mich habt, dann möchte ich das gerne wissen. Alpi! Alpi! Hallo! Hi! Hallo! Alpi! Ich wollte jetzt gerade irgendeinen Skin nehmen. Ah. Ich wollte es nehmen. Leute, ich wurde eben gerade 5. Was? Ich wurde eben gerade 5. Ja, ich hab's gesehen. So, Janik, machst du dich mal bereit? Mhm. Fantastisch. Aber der mich getötet hat, war für 100% ein Hacker. Okay. Ja. Warum? Weil mit dem Laserschwert, der ist 3 Meter entfernt von mir. Und dann gibt sterbe ich einfach, obwohl er nichts gemacht hat. Der hat mich mit der Waffe geschossen und so, es gab auch keine anderen Gegner da. Kann auch sein, dass das Laserschwert verbuggt war. Kann nicht ein. Ich finde, die Laserschwerter sollte man nicht ausmachen. Ja, ich habe eine 27er Ping. Ne? Was? Ne? Ne? Du hast gerade gesagt, ich habe eine 27er Ping. Ja, habe ich ja auch. Ja, aber nicht ne. Ach, Janik, möchtest du wieder Streit anfangen? Nein, das ist doch auch kein Streit. Ja, ich weiß. Einen. Guck, guck, einen. Ich, einer hat er gesagt. Einen. Naja, Janik, guck, Janik, eine heißt das. Er hat gesagt, einen gesagt. Hast du einen oder eine? Nein. Eine. Guck, Janik. Eine. Eine 27er Ping. Ich habe eine 27er Ping. Hey, das klingt so behindert. Ich habe einen 27er Ping. Eine. Nicht einen. Ich habe eine 27er Ping. Das klingt wie so eine Frau. Ich habe eine. Ja, aber das stimmt, gell? Eine heißt das, Leute. Tim hat's auch in deinem Chat geschrieben, Janik. Du wolltest mir es die ganze Zeit nicht glauben. Der spielt gerade live. Ja, wir sind gerade wieder live. Wir sind fast jeden Abend live, gefühlt. Ist aber auch schon unser 37. Stream. Aber 37. Alexa! Meine Freundin, Lautstärke 4. Ach, Janik. Meine Freundin. Alter, das Boot ist so richtig laut. Und es leckt. Alpi, habe... wie feierst du Silvester morgen? Keine Ahnung. Also? Ehrlich gesagt, hab ich mal nicht. Ich werd Bock, keine Ahnung. Nein. Ich werd. Was ist denn gesagt? Auf den Boden werfen.
Ich hab's nicht verstanden. Ich hab die Laserschwerter. Was? Ich hab's leider nicht verstanden. Wie feierst du Silvester? Keine Ahnung. Einfach so jung. Oder? Mit wem? Also alleine? Mit deiner Familie? Oder? Ja, mit deiner Familie. Das könnte ja auch sein mit Freunden. Mit Freunden! Wir hätten ja auch mit Freunden gefeiert und das ist schon über ein Jahr geplant. Jetzt haben sie sogar abgeblasen, die Idioten. Ganz ehrlich. Das sind auch geile Freunde, echt. Spielst du nicht mehr mit, Chris? Ja, doch. Aber zu, ich weiß, doch nicht Chris, seine Frau, seine Freundin. Weißt du, Phil hat sich gefreut, Ashley hat sich gefreut. Alle aus der Familie haben sich gefreut und dann Katlin so, nee, wir müssen das hier absagen, weil ja Daniela kommt, also es ist eine andere Freundin von ihr, ne? Wir haben das seit letzten Silvester geplant, dass wir mit denen feiern. Was macht sie? Legt eine andere ein und wir werden da aus. Das ist auch so, meine Mutter ist mit der 22 Jahre befreundet und jetzt werden wir einfach nur noch oder? Alexa, Lautstärke 3. Oder Niki, ich hab da Laserschwerter markiert. Ja, danke. IP. Niki. Ja. Nein, danke, habe ich nur gesagt. Hey Niki, wie würdest du das sehen? Wenn du mit einer, zwei oder mit einem, wärst du jetzt meine Mama? Wenn du mit einer 22 Jahre befreundet bist, gute Freunde seid. Naja, ich weiß halt nicht, wie die von der Person ist, weil ich schätze Leute. Die ist ganz nett, wo die schwanger war, da war die zwar nicht so, da war die ein bisschen zickig und so. Ja, bis halt Schwangerschaft, wenn ich das mal sagen darf. Ja, und jetzt ist ihr Kind draußen schon seit. Sorry. Ab dem 3.1. ist es Baby 7 Monate alt und. Wie viele Kinder? Vor allen Dingen von ihm. 42. Familie ist nicht immer einfach. Kinder zu haben ist nicht immer einfach. Weißt du, wie anstrengend Kinder sein können? Ja, aber doch kein 7 Monate altes Kind. Janik, doch. Was? Ich bin anstrengend. Nein, aber also Spaß. Janik? Ich meine, in 7 Monaten. Ich kann heute nicht mehr sprechen. 7 Monate. Altes Kind. Ist gerade das Wort entgangen. Das kann schon anstrengend sein, wenn es die ganze Zeit weint oder. Leute, ich würde nicht so. Nein, das weint ja nicht. Ja. Kinder können anstrengend sein, Janik. Ja, ich wollte anstrengend. Das könnte das wird markieren. Ja, ich hab hier eine Tag. Danke. Ja, er weint ja nicht, er ist so glücklich drauf und so. Ja, aber trotzdem, Janik, der Schein trübt. Du weißt jetzt nicht, du kennst die ja nicht mehr. Also, ihr kennt die ja nicht im Alltag. Also, ob das Kind. Ja, klar. Weint. Bei der schon mal eine Woche geschlafen, wo das Kind da draußen war. Das war vor. Okay. 3-4 Monaten. Da war bei der schon eine Woche. Janik, Kinder können sich ändern. Ja, der ist doch aber so süß und so. Der ist nicht anders. Aber Niki ist ja auch ab. Würde mein Sohn anstrengend sein, dann würde ich mich einfach abblasen, was schon ja geplant ist. Und der hat doch so los. Ich würde schon machen. Ich würde es für mein Kind machen, weil aus dem Grund. Ja, aber Niki, da würde ich doch nicht mit anderen Leuten feiern. Ja. Das stimmt. Da würde ich mit gar keinem feiern. Da würde ich mit meiner Familie zusammen alleine Silvester feiern. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Und da würde ich nicht noch andere Leute, die aus Bayern oder Hessen kommen, nicht noch einladen, dass die bei mir schläft und dass mein 6-jähriger Sohn nicht sein Bett hat, dass er bei anderen schlafen muss. Da würde ich nicht mit anderen Leuten feiern und uns abblasen. Ja, Janik, da hast du recht. Das ist seit Mitte Februar geplant alles. War alles ausgemacht und jetzt sagt sie, also nicht meine Mutter, sondern Kathleen, oder ich sag jetzt einfach Kathleen, ne?
sie sagte so, nee, wir fallen jetzt kein Silvester zusammen, weil ja Daniela, so heißt sie, von der ihre andere Freundin noch, weil die da ist. Das wollte ich doch niemals machen. Alpi? Ja? Wo bist du? Ach so, warte, Janik, lass mal warten. Nee, ich möchte das jetzt mit dir zu Ende reden. Ja, trotzdem lass warten. Ja. Ich würde das niemals machen. Wenn mein Sohn mir auf den Sack geht und weint, dann... Digga, die schläft ja sogar mit denen im Bett. Der schläft nicht in einem Kinderbabybett, sondern der schläft mit denen in einem großen Ehebett. Wenn da mal der Vater oder die Mutter sich umdreht und auf ihn sich draufdreht, da ist er pratt. Das finde ich halt eben so schlimm. Nur weil das Kind nicht in seinem Kinderbett schlafen möchte, weil es da nicht einschlafen kann. Dann legt man sich zu ihn, oder... Also ich als Vater... Also ich würde manches, was ich, wenn ich manche Eltern sehe, würde ich, denke ich auch manchmal so. Und soll ich dir mal, sagen, also warum? Ja, soll ich dir mal sagen, warum Chris überhaupt Fortnite spielt? Keinen Bock hat, er möchte jeden was Tag. Nein. Er möchte aus der Welt. Soll ich sagen, warum? Nee, nein, das meine ich ja nicht. Soll ich dir sagen, warum? Weil sie geht abends neu ins Bett. Mit ihrem Baby, gell? Ja, und er hat dann Freizeit bis weiß nicht wie viel Uhr. Das ist auch kacke, dann würde dann bei mir keine Beziehung laufen können. Wenn meine Frau, die ich 3 Stunden jetzt mal am Tag sehen würde, wegen Arbeit und so, danach gleich ins Bett geht. Das ist halt wirklich so, wenn ich bei ihm, er kommt, hier dann kommt halt wieder nach Hause. Natürlich. Von Frenzy, kommen die, glaube ich. Digga, Niki, er kommt in der Woche so 4:30 um 4 von Arbeit, aber also er arbeitet ja nur Montag bis Mittwoch, weil er hat eine Herzkrankheit. Da hat er mal mit, wo er ganz war, hat er einen Herzinfarkt gehabt und so und... Aus diesem Laserschwerter. Wo er klein war. Wo er jünger war. Weißt du, ich spiele alle beide auf PC, oder? Nee, ich spiele auf PC nur. Spielt ihr alle beide auf PC? Nee, Janik spielt auf Xbox. Janik, ja, wir haben das Thema jetzt besprochen. Es ist scheiße, aber ja. Nein, noch nicht. Er hat einen Herzinfarkt gehabt, wo er immer war. Ja. Aber Herzversagen jetzt sind er nur. Also, kein Herzversagen. Also, er hat sowas mit dem Herzen und dem Kompletten und er geht. Donnerstag, komm mir doch mal ordentlich zu, da geht er Donnerstag und Freitag nicht auf Arbeit. Das sieht er so. Aber er kommt Montag bis Mittwoch nach Hause 3:30. Ja? Und seine Frau geht 8:45 oder um 8 Uhr wieder mit ihrem kleinen Kind ins Bett. Das ist doch keine Beziehung, das sind vielleicht 4 Stunden. Ja, hab ich doch gesagt. Das ist keine Beziehung. Man kann auch keine Beziehung laufen. Wollte aber mal ehrlich, das sitzt in was? Ich habe ihn gar nicht. Ich hatte. Was? Dann kannst du ihn verstanden. Verdiene mich jetzt gerade gut. Ja. Das ist ja eigentlich von uns die Beziehung oder was weiß ich. Das interessiert ja uns ehrlich gesagt nicht, oder? Na doch, mich interessiert das schon, weil es einfach beste mich Freunde von uns sind. Interessiert es mich schon. Sorry, aber. Naja, beste Freunde würde ich jetzt nicht nennen, weil sie hintergehen uns ja schon, außer Chris, aber. Was heißt hintergehen bei dir, Janik? Alfie, nein, meine Mutter, mein Vater. Ich will dir mal was erzählen. Oh, ich muss nicht mal. Oh, Leute, help me. Hallo. Help me. Ja, wir kommen. Mach mal, Junge. Mann. Der pusht aber auch nicht so rein, der baut nicht zu. Es leckt zu doll bei mir. Junge. Sorry. Das kann ich nicht doch. Alter, leck das.
Niki, wir nehmen jetzt Stream auf. Können wir nicht noch eine Runde? Leute, seid ihr gerade live? Ja, wir sind gerade live. Ja. Da, Janik, ist das Thema jetzt beendet? Ja. Was denn außerdem für ein Thema? Achso, das. Das habe ich schon vergessen. Ja, aber ich kann jetzt auch nichts ändern, gell? Ja. Ist echt scheiße. So. Konzentrieren wir uns jetzt auf Fortnite. Mhm. Gut. Wohin gehen wir? Da, Janik, ist das Thema jetzt beendet? Leckt der Stream? Kann das sein? Ja, aber ich kann jetzt auch. Kann sein, dass gerade der Stream unnormal leckt? Alfie? Alfie? Ja. Alfie, habe ich außerdem gesagt. Ach, sorry. Leckt der Stream? Ja. Scheiße, ich habe heute so strikt Internet. Ich weiß nicht warum. Gestern war das noch voll flüssig. Heute auf einmal so klack, bum bum, hacker hacker. Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Es leckt gerade unnormal. Ich habe eine 30er Ping und es leckt wie eine 5000er. Alter, hör jetzt auf mit, ne? Ja. Ich habe, Leute, ich habe die ganze Zeit eine 30er Ping. Ich habe, Leute, eine 30er Ping. Ja, was? Dings. Eine Frage, ich möchte auch nämlich mit YouTube anfangen. Also circa nach einem Jahr. Nach 1000 Abonnenten verdient man erst Geld, oder? Ja. Ja, und du Nein. musst 4000 Minuten haben. 1000 Minuten. 4000 Stunden. Meine ich doch 4000 Stunden. Im ein Jahr. Ach so, in einem Jahr, ja. Okay. Das würde man. Das würde man packen. Das. Na, das gehen. Ist trotzdem schwer. Ein ganzes Jahr eigentlich nur Livestream. Führt. Da, ja, nee, danke. Aber eigentlich ist das ja nur ein ganzes Jahr Livestream durchziehen. Und dann müsstest du es schaffen. Immer eine Stunde oder mehr. Mehr. Natürlich immer so 2 bis 3 Stunden. Aber wir streamen und machen Videos, wann wir Lust haben. So, Stream macht uns gerade am meisten Spaß. Aus dem Grund, Videos, ja. Ja, da hat Niki gerade keine Lust dazu zu schneiden. Nee, aus dem Grund, wir spielen dann halt nur Fortnite. Weil andere Spiele muss ich halt alleine spielen. Digga, hast du jetzt mal deinen Bruder gefragt nach seinen Account-Daten? Ich hab ihn. Wir können hier. Kann ich kommen her? Ach so. Ich? Nein, dir gehört noch. Soll ich dir Tipps geben? Wegen YouTube oder? Kannst du gerne machen. Also ich habe ehrlich gesagt auch wenn schon vor, wenn ich Dings mache, Videos mache, Live-Videos zu machen oder ganz normale Videos. Also einfach wenn schon streamen oder ja. Ihr müsst schon was machen. Also ein Tipp ist, du brauchst ein gutes Aufnahmeprogramm und ein Schneideprogramm. Muss man schneiden? Also schneiden ist halt immer schöner bei Videos. Aber das muss ja nicht, oder? Ich würde es empfehlen. Sag ich mal so. Wo ist der denn? Also ich habe eigentlich nicht zu schneiden. Ja, dann darfst du dich halt eben nicht versprechen und so.
Versprechen ist ja nicht das Problem. Es ist halt, wenn du so langsam langweilige. So lang. So lang. Er macht Sport. Er macht schnelle Kraft. Alpi? Hallo? Alpi? Alpi. Wieso heißt er doch? Alpi. Ja, ist doch jetzt gut, wenn er nicht schwer geht. Dann gib ich ihm ein Mathe-Tipps und dann lockert er nicht. Alpi. Er ist, glaube ich, aus Fortnite gekickt worden. Ja, Niki, wir nehmen jetzt Stream auf. Ja. Bitte ändere den Titel. Mach Luis daraus, bitte. Jo. Naja, meine lieben Freunde, Something kommt irgendwann nächste Woche. Oh nein, Leute, es war nicht der letzte Stream mit mir. Genau, das wollte ich nochmal drauf gehen. Weil morgen ja neues Jahr ist. Also es ist der letzte Stream in diesem Jahr. Deswegen haben wir wünschen Titel euch einen guten Rutsch. Genau. Und passt auf, dass ihr euch nicht an der Rutsche verletzt. Genau, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt noch einen schönen Abend. Das hat Luis auch gestern kritisiert, weil ich immer Tag sage. Aber habt noch einen schönen Abend. Haut rein.